von Michael Wolff, Fire and Fury, auf Deutsch Feuer und Zorn, ist soeben erschienen und hat sofort die Bestsellerlisten erreicht. Und er wird uns gleich, der Autor Michael Wolff, das erste Interview hier im deutschen Fernsehen geben. Freuen wir uns sehr zuvor, stellt Axel Grefe das Buch und ihn ein bisschen vor. Donald Trump, ein Mann eitel und unbeherrscht, süchtig nach Bestätigung, unfähig zur Selbstkritik. Einer, der nicht zuhören kann, nichts lesen mag und für sein Amt charakterlich völlig ungeeignet ist. Der mächtigste Politiker der Welt, der am liebsten mit einem Cheeseburger früh ins Bett geht, Fernsehen schaut und wie unter Zwang telefoniert und twittert. Ein Präsident, der die Wahl eigentlich gar nicht gewinnen wollte und nun ohne Konzept und politische Ziele im Weißen Haus sitzt. Das ist Donald Trump, folgt man Michael Wolffs Buch Fire and Fury, das Anfang des Jahres einen wahren Sturm in Washington auslöste. Der 64-jährige, nicht unumstrittene Society-Journalist war die ersten 9 Monate von Trumps Amtszeit als stiller Beobachter im West Wing dabei. Über 200 Interviews soll Wolff mit Leuten aus dem politischen und persönlichen Umfeld Trumps geführt haben. Seine Hauptquelle, der ultrarechte Publizist Steve Bannon, Trumps Wahlkampfmanager, bestimmte als Chefstratege die ersten Monate der neuen Regierung. Trump wollte dieses Buch voller haarsträubender Details über Chaos und Machtkämpfe im Weißen Haus per Gericht verbieten, vergeblich. Für das Buch habe ich nie mit dem Autor gesprochen, twitterte Trump. Es ist voller Lügen, Verdrehungen und basiert auf Quellen, die es nicht gibt. Schaut euch die Vergangenheit dieses Typen an. Beste Werbung für ein Buch, das jetzt unter dem Titel Feuer und Zorn auf Deutsch erschienen ist. Und jetzt ist er bei uns. Ganz herzlich willkommen im ZDF Morgenmagazin, Michael Wolff. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Herr Wolff, Sie haben sich mit diesem Buch den mächtigsten Mann der Welt zum Feind gemacht. Haben Sie keine Angst? Nein, überhaupt nicht. Erstens, ich bedanke mich beim mächtigsten Mann der Welt dafür, dass er mein Feind ist, denn er hat mir geholfen, eine ganz große Zahl dieser Bücher zu verkaufen. Also Donald Trump, kurz zusammengefasst, er hat beschlossen, dass er die Veröffentlichung dieses Buches verbieten wird und hat dadurch garantiert, dass noch mehr Millionen von Menschen dieses Buch lesen würden, die das vielleicht sonst nicht getan hätten. Also danke, Herr Trump. Also freuen sich über den Erfolg des Buches, haben anscheinend nicht mehr Security als vorher. Sie haben, wie Sie schreiben, 200 Tage auf dem Besuchersofa im Westflügel des Weißen Hauses verbracht. Wie ist es Ihnen gelungen, dorthin zu kommen und wie nah sind Sie Donald Trump wirklich gekommen? You know, the truth is, I got there just by asking. Ich bin dorthin gekommen, einfach nur, indem ich gefragt habe. Ich kannte Trump schon eine relativ lange Zeit, eigentlich schon über 20 Jahre. Ich habe für eine Zeitschrift in New York eine Kolumne gehabt über das Mediengeschäft und Trump wollte oft, dass ich über ihn schreibe. Er hat mich angerufen und wir kannten uns also. Und während der Übergangszeit nach der Wahl, bevor er sich wirklich in Washington etabliert hat, habe ich ihm gesagt, dass ich gerne als Beobachter im Weißen Haus sein würde. Und er dachte, dass ich mehr oder weniger nach einem Job frage, was durchaus nicht ungewöhnlich war, denn er wusste gar nicht, was die unterschiedlichen Ämter im Weißen Haus waren. Und vielleicht dachte er, Beobachter wäre ein offizielles Amt dort. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich möchte ein Buch schreiben. Und da er noch nie ein Buch gelesen hat, war er da überhaupt nicht interessiert daran, hat aber zumindest mal nicht nein gesagt, sondern okay. Aber Spaß beiseite, Sie haben nicht direkt mit ihm gesprochen über all diese Tage, diese 200 Tage, die Sie dort verbracht haben. Doch, 3 Stunden hatte ich Einzelinterviews mit Donald Trump während der Übergangszeit, während der Kampagne und im Weißen Haus. Herr Wolff, in ganz wenigen Worten, wie würden Sie Donald Trump charakterisieren? Wie würden Sie ihn beschreiben? Für mich war es in diesem Buch sehr wichtig, sicherzustellen, dass es hier nicht über meine Eindrücke über Donald Trump geht, sondern über die Eindrücke, die diejenigen haben, die ihn umgeben, also seine oberen Mitarbeiter. Und sein Stab und jeder und jede in seinem Stab beschreiben ihn als einen Mann, der nicht in der Lage ist, die Funktionen auszufüllen, die dieses Amt
eigentlich erfordert. Und unterm Strich denke ich, das ist die Beschreibung. So wird man sich an ihn erinnern. Ein Mann, der Präsident geworden ist, der aber nicht in der Lage ist, das zu tun, was ein Präsident tun sollte. Herr Wohl, viele Leute sagen, dass Donald Trump egozentrisch ist, dass er narzisstisch veranlagt sei. Das alles ist schon lange Jahre bekannt. Was in Ihrem Buch ist wirklich neu über Donald Trump? Wahrscheinlich nur ganz wenige Dinge, obwohl viele neue gute Geschichten drin vorkommen, die man noch nicht kannte. Aber sie bestätigen eben alle genau das, was wir immer schon über Donald Trump wussten. Der Unterschied ist einfach, dass jetzt jemand wie ich das alles zusammengetragen hat und in einen größeren Kontext gestellt hat. Denn bei Donald Trump geht es ja auch darum, dass er jeden Tag irgendeine Art von Ablenkung schafft, die dazu führt, dass man das vergisst, was am Tag davor geschehen ist. Und in diesem Buch hat man den größeren Kontext. Man kann sich das anschauen und sagt dann, oh mein Gott, das ist Donald Trump. In Ihrem Buch habe ich eine Zeile gelesen, die Sie geschrieben haben über die US-Regierung. Trump sei ein Idiot, umgeben von Clowns. Nun gab es ja schon diverse brenzlige Situationen in den vergangenen Monaten. Stichwort Atomwaffen, Stichwort Nordkorea. Was sagen Sie? Haben wir bisher einfach nur Glück gehabt? Ja, wir waren bis jetzt einfach glücklich. Aber ich kann Ihnen auch den Silberstreifen am Horizont nennen, denn Donald Trump ist so schlecht in der Ausübung dieses Jobs, dass er gar nicht genau wüsste, wie man einen Krieg anfängt, wenn das wirklich passieren sollte. Und ich meine das ganz wortwörtlich. Krieg ist ein Prozess, der sehr stark auch auf Informationen basiert. Um einen Krieg zu beginnen, muss man sich mit Generälen treffen. Und wenn Donald Trump sich mit Generälen trifft und sie ihm erläutern, wie eine Situation aussieht, wenn sie ihm die Informationsanalysen, die Lagebilder berichten und die Daten und die PowerPoint-Präsentationen vorbereiten, dann geht er innerhalb von 3 Minuten aus dem Raum. Er kann sich nicht lang genug konzentrieren, um all die Informationen aufzunehmen, die er benötigt, um die Entscheidung zu treffen, einen Krieg zu beginnen. Das ist zwar schlecht, aber andererseits auch ganz gut, wenn man näher darüber nachdenkt. Wenn all das stimmt, was Sie über Donald Trump schreiben, beziehungsweise über das, was die Leute über Donald Trump sagen, dann muss es ja für ihn eine Höllenqual sein, verspottet zu werden von der halben Welt und verunglimpft zu werden. Glauben Sie, er könnte aufgeben, weil ihn das alles so sehr beschäftigt und er so sehr darunter leiden könnte? Ich glaube, zwei Dinge spielen hier eine Rolle. Donald Trump lebt in seiner eigenen Welt. Er erzeugt seine eigene Realität. Er kann dann über die Größe der Besuchermenge bei seiner Amtseinführung sprechen und die verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Oder er kann sagen, er hat mich nie getroffen. Das ist völlig egal. Er erzeugt seine eigene Wirklichkeit. Dennoch befindet er sich jetzt auch in einer Situation, in der sich jeder auf ihn eingeschossen hat. Und zwar nicht nur auf ihn, sondern auf all die Personen, die für und unter ihm arbeiten. Wird das irgendwann einmal zu viel für ihn? Vielleicht, vielleicht. Es gibt noch so viele Fragen, die man Michael Wolff stellen könnte. Donald Trump hat so viele Mitarbeiter wahrscheinlich gefeuert wie noch keiner zuvor, kein US-Präsident. Da wären Nachfragen auch nochmal interessant, aber vielleicht findet man noch mehr Erkenntnisse in dem Buch. Das weiß ich nicht, das muss man einfach mal lesen. Feuer und Zorn heißt es, ist auf Deutsch jetzt erschienen. Michael Wolff, vielen Dank für den Besuch im ZDF-Morgenmagazin. Dankeschön. Thank you very much. Herzlichen Dank.